Ja, also eigentlich so, wenn Deutschland gegen Österreich spielt, dann sind wir für Österreich, aber eigentlich sind wir schon Walser. Die ganze Nacht auf Schiene, Brudi, komm, wir gehen raus. Doch zieh dich besser warm an, nein, wir gehen heute nicht nach Haus. Denn ja, da wo ich herkomm, liegt das ganze Jahr Schnee. Und ja, kann sehr gut sein, dass wir uns heute Nacht nicht sehen. Laufe mit den Brüdern durch die viel zu kalten Streets. Ich rede nicht vom Walk of Fame und sicher nicht vom Kiez. Also, Heimatstolz, ich glaube, im Walsertal schon ein Begriff, was man öfter hört. Man ist einfach stolz drauf, im Walsertal zu wohnen. Ist ein voll cooler Ort. Wir haben schöne Berge, wir haben eine schöne Landschaft. Die Leute sind cool und für mich ist es der beste Platz zum Wohnen. Am Tal besonders ist auf jeden Fall auch, dass jeder jeden kennt. Und das ist so ein Miteinander. Man kann es zwar positiv und negativ sehen, aber es ist eigentlich schon was Schönes. Ob Süden, Osten, Norden, Westen, im Kanal finde ich es am besten. Spring im tiefsten Winter in den Bach. Es macht klar. Wir leben hier vom Tourismus, also ist hier auch immer echt sehr viel los. Vor allem in der Wintersaison. Und das kann dann auch teilweise schon echt anstrengend werden. Im Winter ist extrem schlimm, wenn du eben im Bus fahren willst. Du hast gerade um die ganzen Zeiten, wo die Lifte zumachen oder aufmachen, hast du kaum Platz in den Bussen und da ist immer laut und irgendwo fliegt dir ein Ski um die Ohren und genau. Das Gefühl, es ist Verbundenheit, so als könnt es deine Wunden heilen. Es macht deine Seele wieder schuldenfrei. Orte, wo keine Touristen sind, suchen wir uns schon. Gerade im Käfer zum Beispiel, im Jugendtreff Käfer. Das Besondere am Jugendraum ist, dass einfach wir den Jugendlichen einmal im Monat die Möglichkeit geben, ein bisschen Party zu machen, einmal abzuschalten vom ganzen Schulstress, Arbeitsstress. Unter der Woche, am Nachmittag, zweimal in der Woche. Einfach ein bisschen kommen zum Billard spielen, Kicker spielen, sich mit Freunden treffen, ein bisschen Musik hören. Und bei uns einfach einen coolen Abend verbringen. Keiner meiner Jungs trägt Gucci und Dior. Wir fahren lieber Gucci den ganzen Tag am Horn. Wir haben kalte Hände, kalte Füße, kalte. Also, ich habe auf jeden Fall vor, im Kleinwassertal zu bleiben. Ich habe meine Ausbildung als Schreiner gemacht, bin voll zufrieden mit dem Job, habe eine super Firma. Ich arbeite zwar nicht im Walsertal, aber es ist trotzdem in der Nähe und das ist für mich einfach das, was ich gefunden habe. Genau. Ich mache meinen Gymnasiumabschluss, mein Abitur in Deutschland, in Oberstdorf. Und ich denke, dass ich danach 2, 3, 4, 5 Jahre, je nachdem, wie lange es dauert, studieren gehen werde, irgendwo in Österreich. Und aber dass ich hoffe, dass ich hier wieder zurückkomme ins Kleinwalsertal, weil meine Eltern sind Grundbesitzer im Kleinwalsertal. Und ich hoffe, dass ich hier irgendwann mal eine Wurzel finde, wo ich wieder anschließen kann. Ich kann mir auch vorstellen, im Tourismus zu arbeiten. Mache ich auch jetzt schon, in den Ferien zum Beispiel. Die brauchen immer eine Aushilfe oder Leute, die mithelfen. Deswegen macht auch Spaß. Also, da ich auch gerade zur Zeit eigentlich eher nicht da bin, da ich in Bregenz zur Schule gehe, finde ich das mal eine gute Auszeit vom Tal. Aber ich glaube, ich gehe danach wieder zurück, weil es eigentlich sehr schön ist und im Gegensatz zu einer Stadt wirklich miteinander und sehr schön. Nein, ich werde mich nie im Leben vor dir verbeugen, denn ich bin und bleibe hier auf ewig der Häuptling.